Hallo und herzlich willkommen zur Kanalvorstellung bzw. zum Trailer dieses Kanals. Der Kanal Herverpixelt entstand am 18. Mai 2014 und ist damit seit über 7 Jahren am Laufen. Vorgestellt habe ich den Kanal bereits vor circa einem Jahr auf dem YouTube-Forum und möchte zum Erreichen des 250. Videos wieder dazu aufrufen, vorbeizuschauen, zu bewerten und hoffentlich auch zu bleiben. Stichpunkt 7 Jahre. Seit 7 Jahren gingen bereits um die 800 Videos durch meinen Upload und nach einem Neustart vor 2 Jahren haben wir nun wieder die 250er-Marke erreicht. Und deshalb möchte ich mich und den Kanal erneut vorstellen. Momentan sind wir bei 17 Abonnenten, wo natürlich noch viel Luft nach oben herrscht. Und frei nach dem Motto Spaß am Spiel, gute Laune und viel Humor möchte ich erreichen, dass mein Hobby auch anderen Spaß macht. Mit viel Auswahl und Abwechslung ignorieren wir jegliche rote Fäden und schließen die Gaming-Schubladen der Community, indem wir uns nicht an irgendwelche Nischen oder Grenzen festhalten, sondern Individualität fördern. Das bedeutet, auf meinem Kanal findest du jegliche Form der Unterhaltung durch Let's Plays, Let's Tests, kleinen oder manchmal etwas längeren Streams und Quatschrunden begleitet von Demos und langwierigen Spielen. Wie eben erwähnt, lege ich mich nicht auf irgendwelche Genres oder Ähnlichem fest, sondern probiere alles aus, was der Gaming-Markt mir bieten kann. Von Aufbau, Sci-Fi, Emotionen, schöne Atmosphäre und vor allem Horror ist dort alles dabei. Zu mir. Mein Name ist Christopher Brandenburg und ich bin der Ersteller dieses kleinen YouTube-Kanals. Ich spiele seit meinem 5. Lebensjahr alles Mögliche an Konsolen und PC-Games und habe mein Hobby via YouTube öffentlich gemacht. Zurzeit mache ich eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei Rewe und möchte danach ein Studium zum Handelsfachwirten absolvieren. Zu Hause kämpfe ich mich mit etlichen Quälgeistern herum, wie meinen beiden Hunden, meinem Kater, einem Hasen, meiner Schildkröte Hector, einer Bartagame, meiner großen Schwester und viel mehr. Natürlich nicht. Spaß beiseite, meine Schwester unterstützt mich seit Jahren dabei, meine Videos zu produzieren und sie mit Spaß und lustigen Kommentaren zu füllen. Deshalb ein großes Dankeschön an sie. Da es ja hier lediglich um mich gehen soll, würde ich zuletzt noch ein paar Worte über meine Persönlichkeit verlieren, bevor ich mein Equipment, mit dem ich das Ganze auf die Beine stelle, aufzeige. Ich würde mich selbst als humorvolle, strukturierte und engagierte Person beschreiben, auch wenn das für viele von euch als großes Plus wirkt, ist mein unbegrenztes Interesse an, naja, wie soll ich sagen, an allem Möglichen, sowohl meine größte Stärke als auch an mein größtes Hindernis. Denn während ich zwischen Arbeit, privaten und Hobbys hin und her jongliere, bleibt eins meiner größten Hobbys dabei leider sehr oft auf der Strecke: YouTube. Also du. Ganz genau du. Darum würde ich gerne um Feedback und Tipps bitten, wie ihr, beziehungsweise wie genau du dir vorstellst, eine Regelmäßigkeit von einem oder zwei Videos die Woche trotzdem attraktiv und abwechslungsreich zu gestalten. Zum Equipment möchte ich gar nicht viel sagen, außer dass mein PC ist von Terra und die Grafikkarte ist die GeForce GTX 1050 Ti. Für Leute, die sich dafür interessieren, da das ganze Video ja hier auch nicht so lang sein soll, können gerne in die Videobeschreibung schauen. Da habe ich das Equipment unter dem Reiter Technik ein bisschen ausführlicher beschrieben. Da seht ihr dann auch meinen Bildschirm oder mit was ich aufnehme, meine Kopfhörer, Mikrofon, Kamera und so weiter und so fort. Wichtig ist zu erwähnen, ich werde für keine Marke oder ähnliches bezahlt. Ich schreibe bzw. sage völlig freiwillig, mit was ich aufnehme. Weiterhin in der Videobeschreibung findet ihr mein Lieblingsvideo, zumindest momentan vom Kanal, bzw. was heißt Lieblingsvideo? Ein Video, in dem ich ganz gut deutlich mache, denke ich mal, auf was ihr euch hier einlasst, was euch erwartet und wie chaotisch es manchmal sein kann. Das findet ihr auch unter der Videobeschreibung unter Lieblingsvideo. Und zum Schluss würde ich einfach mal sagen, ich bedanke mich dafür, dass ihr mir jetzt hier zugehört habt, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Es war sehr schön. Und hoffentlich sehen wir uns unter einem meiner Videos wieder. Haut rein und tüdelü.